Hallo Freunde der leichten Ödlerunterhaltung, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, ich heiße euch zurück am Big MT und der gute Mann, der gerade da so geschnarcht hat, oder das gute Etwas, was gerade so geschnarcht hat, war der gute Autodoc. Ja, wir haben gerade die Daten für den Autodoc gesammelt und wir gucken mal, was der Autodoc jetzt so für uns tun kann. Nötig haben wir es ja. Ein C13 kann jetzt operativ installiert werden. Y13 kann installiert Benötigen werden. Sie sonst noch etwas? Ja, ich fühle mich irgendwie unruhig. Kannst du psychologisches Profil von mir anlegen? Sie machen sich Sorgen um Ihren Geisteszustand? Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich werde Ihnen gerne meine Meinung sagen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass die Vorteile eines solchen Verfahrens exklusiv sind. Es funktioniert nur einmal. Also, sind Sie sicher? Ich bin bereit, legen wir los. In Ordnung. Entspannen Sie sich. Es wird nicht wehtun. Es sei denn, Ihre Eigenwahrnehmung ist ganz besonders verletzlich. Psychiatrische Untersuchung. Die psychiatrische Evaluation des Autodocs erlaubt Ihnen, die Eigenschaften, die Sie in Ihrer Erstellung Ihres Charakters gewählt haben, neu festzulegen. Sie können das nur einmal tun. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Verstehe. Okay, nee, das will ich nicht. Ich lade nochmal. Okay, da könnte ich mich quasi neu dingsen. Benötigen Sie so Okay, dann will ich mal deinen Dienst in Anspruch nehmen. ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Alte Benutzeroberfläche. Dieser Autodoc-Prototyp ist in der Lage, eine eigene körperliche und eingehende körperliche Untersuchung durchzuführen und den Patienten vor allen herkömmlichen Beschwerden zu heilen. Strahlenkrankheit, Fleischwunden, Knochenbrüche, sogar Medikamentenabhängigkeit. Zusätzlich kann er auch Haare schneiden und Schönheitsoperationen durchführen. Okay, Körperteile austauschen. Okay. Einfache körperliche Untersuchung. Sind jetzt vollkommen gesund. Also habe ich auch kein Red mehr. Tatsache. Benötigen Sie sonst noch etwas? Aber klar doch, Chef. Wenn wir mal die Schönheitsoperation initialisieren. Okay. Interessant. Benötigen Sie sonst? Ja, sicher. Haare schneiden. Körperteile austauschen wird interessant. Ich mache erstmal Haare schneiden. Wisst? Haare schneiden, Modul nicht installiert. Ach, leck mich doch. Körperteile austauschen. Auch nie installiert. Implantate installieren. Ach du Scheiße, es kostet. Kassador-Schaden. Trickstrahlung. Trink. 12.000. Oh ne, das ist mir doch zu heftig. Okay. Dann tun wir mal nichts. So. Nächster Punkt ist fertig. Ich werde mich jetzt hier einfach mal durchackern. Na, ich werde jetzt hier hingehen und dann. Ja, ich weiß. Und dann mal darüber. Observationsarena. Area. Ich komme jetzt auf Arena. Und irgendwann wird es mich dahin verschlagen. Aber noch ist es nicht so weit. So, meine Freunde, es geht weiter im Text. Ich werde weiter den Big MT untersuchen. So, da unten wartet die nächste Forschungseinrichtung auf mich. Und ich bin gespannt, was sie für mich bereithält.
Überall können hier Gefahren lauern. Big Empty ist nicht ohne. Oben ist der Zug entgleist. Radioaktivität, ABC-Testgebiet. Ich werde den Hochleistungsstrahlenanzug tragen. Auch doch weiß ich nicht, was mich hier erwartet. Ich gehe die Treppe runter. Unten ist Radioaktivität. Da ist ein Anzug. Ein ABC-Schutzanzug. Kraftfeld ausschalten. Alles klar. Ich weiß auch schon wie. Welche Schrecken hält Big Empty für den unerschrockenen Sucher bereit? Im Ernst, weiß das jemand? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay. Schwarzlichtkutte. Okay. Aufklärungsanzug. Wo ist denn der denn nicht gerade? Ah, ABC-Anzug. Giftresistenz ist das nur? Ich dachte, das wäre eine Strahlresistenz. Schade. Schade, schade, schade. Gefahr. Ein Nachtpirscher. Alter Schwede. Alter, jetzt nimm doch mal deine. Ach Mann, ey, warum nimmt er denn seine Waffe nicht? Bin ich wieder kacke ausgerüstet oder was ist da los? Meine Herren, Gesangsverein. Machst du einem nicht immer so schwer? Muss ich mal kurz gucken. Warum hatte ich keine. Ich habe da hier eine Nahkampfwaffe. Hier ist doch Sitz-Dingenskirchen. Ja. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. So. Also nochmal den ganzen Rotz. So was nervt. Kleidung. Hochleistungsanzug. So, da ist der Kollege wieder. Genau. Das macht doch immer sehr viel Sinn, wenn man gegen einen. Also ich muss ja mal sagen, ich liebe verbuggte Spiele. Sie sind ein Traum. So. Tschüss. Jetzt bin ich versteckt. Ich hoffe, es bringt mir ein bisschen was. Und wahrscheinlich geht gleich wieder der nächste Nachtpirscher auf mich los. Sobald ich das Gerät habe. Habe ich jetzt eine Eieruhr eingesammelt? Okay. So, und wieder runter. Der Anzug scheint interessant zu sein, trotz allem. Der hat nur Giftresistenz, das ist ja nichts. Ja, eigentlich nur Strahlenresistenz oder sowas gehofft, aber nicht Giftriss.
So ein Megahammer-Strahlenanzug wäre schon echt was Cooles. Das ist. Och nö, jetzt ist mir auch noch Fallout New Vegas abgestürzt. Mein Gott, ey, heute ist echt der Wurm drin. Ja, willkommen im neuen Jahr. Also, ich sag mal, bis zum nächsten Mal oder bis nachher. Ich muss das hier erstmal richten. Tschüss. So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ganz dreist den Anzug mal eben offscreen geholt, weil ich glaube, zum dritten Mal muss ich euch nicht zeigen, wie ich zu diesem Anzug da runterrenne. Ja, gut. Dann erstmal aus dem Strahlengebiet raus. Wo muss ich jetzt eigentlich als nächstes dann hin? Hier oben. Das ist quasi in diese Richtung. Dann muss ich noch einmal durch das Strahlengebiet. Dann werde ich den einmal natürlich für euch auch einmal anziehen, den neuen Anzug. Damit ihr seht, wie das ausgeht, aussieht. Dafür möchte ich erstmal aus dem Strahlenbereich raus. So. Gegenanzug. Zack, zack. Das Ding kann Nachtsicht. Und so sehe ich jetzt damit aus. Bisschen albern. Deswegen wird wieder auf zurückgeschaltet. Und schon ist meine Sicht wieder normal. Ich gehe aber trotzdem in den Schleichmodus. Wer weiß, was hier noch so alles rumturnt. Man weiß es schließlich nicht, ne? Hier im Big MT ist alles möglich. So. Und möglich ist es auch, dass ich da hoch muss. Die nächste Forschungseinrichtung. So, sie steht genau vor mir. Es ist die Forschungseinrichtung Z14. Da fliegt was. DNS-Kombinationslabor. Da fliegt irgendwas. Was ist das? Irgendein Blitzdingvieh. Oh, ein Cazador. Der Cazador ist hinterm. Da ist er. Kammerjäger, Rang 2. Juppie! Und die Cazador-Viecher haben doch auch Gift, ne? Wollte gerade sagen, die habe ich doch schon mal erlebt, die Viecher. Kraftfelder können nur mittels einer bestimmten Frequenz zerstört werden. Wenn Sie die Frequenz gefunden haben, bitte der Kuppel melden. Aha. Bisschen spät, ne? Meinst du nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen spät ist dafür. So. Ah ja. Okay, also entweder habt ihr munter selber versucht rumzu DNA-risieren. Das ist wohl mächtig in die Hose gegangen, meine Freunde. Ich höre hier irgendwas flattern. Ein Cazador. DNA extra gewährt. Ihr Studium der Abscheulichkeiten, die am Big MT erschaffen wurden, gewährt Ihnen einen Schadenbonus 10% gegen Cazadora. Nehme ich doch gerne. Sind die Cazadore ziemlich wehrhaft.
Also Fakt ist, der eine, der da vorher war, der war kleiner. Die Dinger mal mit, vielleicht sind die ja was wert. Also der ist Matsche. Der ist auch Matsche. Meine eigene. Eieruhr, die müsste ich glaube ich auch noch mit mir rumschleppen. Einmal nachladen. Erledigt. Die Stufe des DNA-Rächerextras wurde erhöht. Weiteres Studium der Abscheulichkeiten, die am Big MT erschaffen wurden, gewährt Ihnen einen zusätzlichen Schadenbonus von 10% gegen Casadore. Und das schon zum zweiten Mal. Hör mal. Krass. Hier ist keiner drin. Nur eine Kaffeetasse. Hat sich so einer vorher gemütlich gemacht. Und hier gleich fünf. Pass auf. Testsubjekt 37. Das scheint ein besonderer Kassador zu sein. Da werde ich mal kurz das. Oh. Ich bin so gut wie tot. Ich werde mal kurz umswitchen. Und zwar auf. Wo ist er? Hä? Antenne? Nein. Bellen? Nein, wo ist er denn? Fido! Okay. Fido kam zu spät. Macht aber nichts. Ich find's lustig. Ich hätte es vorher wissen können. Habe aber nicht darauf reagiert. Hallo. Komm her. Erledigt. The Bulldog. Was ist das denn? Gesundheitsregenerierung. Geil. Einfach mal mitnehmen. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Das ist wieder so ein komisches Ex-Dingenskirchen. Aha. Ach du Scheiße. Hey, schön. Jetzt habe ich wieder so eine Blubberkerze im Kopf. So ein Atomdingens. Neuronal. Ach, geil. Ist das schön, das Spiel. Das macht manchmal richtig Spaß. Vor allem hier Big MT ist für jede Überraschung gut. Ah, guck mal. Autodoc Upgrade. Implantat 5. Schön. Ach komm. Pack mal weg die Kiste. Aufstehen. Ein bisschen schneller. Ich glaube nicht, dass die Casadore in solchen kleinen Käfigen waren. Eine Nuka-Cola. Ne, glaube ich echt nicht. Ist schon echt unglaubwürdig. Jetzt habe ich hier so einen alter Schwede. Was macht der denn? Ausdauer plus 1. Gesundheitsregenerierung, ja, da ist aber ganz schön langsam unterwegs, ne? Eine Gesundheitsregenerierung. Ah, oh, danke schön, danke schön, danke schön. Ja, gut, schön. Finde ich klasse. Auf jeden Fall werde ich mich mit diesen schönen
optischen Extra von euch verabschieden. Die Folge ist schon wieder rum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.